liebe Kochgemeinde und im Fall Backgemeinde, wir haben jetzt unseren Kuchen vor einer Stunde raus. Den habe ich auch gestürzt. Diesmal auch fehlerfrei im Gegensatz zum letzten Mal. Und jetzt überziehen wir ihn noch mit einer schönen Schokoladenschicht. Natürlich hat man jetzt bei einem Rotweinkuchen zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt Puderzucker und überzieht ihn dann mit Rotwein und Puderzuckerschicht. Ich persönlich bevorzuge jetzt die Schokolade, denn die Schokolade ist einfach viel dichter und hält dann auch die Flüssigkeit besser im Kuchen als eine Zuckerrotweinschicht. Und kann Schokolade denn Sünde sein? Schaut euch einmal das an. Auf allen Seiten mit Schokolade überziehen. Hält den Kuchen sicherlich einen Tag länger schön saftig, als wenn man nichts macht. Und ich glaube, Saft in Form von Wein und drum haben wir den Kuchen genügend gegeben. So, jetzt fahren wir doch nochmal drüber, auch auf der Seite, dass auch die Seite etwas abkriegt. Hier, seht ihr, das Schokolade ist schon runtergelaufen. So, und mehr müssen wir gar nicht machen mit dem Kuchen. Den lassen wir jetzt nur noch kalt werden. Und dann werden wir ihn in 1 bis 2 Stunden einfach anschneiden. Viel Spaß beim Nachbacken.